Digitalisierung und Datenschutz sind seit Jahren in aller Munde. Bildung, demokratische Prozesse, Bürokratie, jeder Bereich unseres täglichen Lebens ist davon betroffen. Sicher weißt du aus eigener Erfahrung, wo es immer noch Engpässe gibt und dringend nachgebessert werden muss. Hi, ich bin Felicitas Klings, Europakandidatin der PDH. Und ich bin Sascha Bölke, auch ich kandidiere fürs Europaparlament. Wir sind überzeugt, Europa braucht einen neuen Politikstil. Wir hören Experten zu und entwickeln mit ihnen Lösungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, damit du selbstbestimmt und frei leben kannst. Mehr zu unserem einzigartigen Politikstil inklusive einem eigenen Video findest du in der Beschreibung. Im Bereich Digitalisierung und Datenschutz bedeutet ein neuer Politikstil, dass wir die Vorteile von Technologien nutzen und für alle zugänglich machen. Davon sollen vor allem Regionen profitieren, die bisher benachteiligt waren. Das Vorantreiben der Digitalisierung soll Behördengänge verringern und durch stärkere Vernetzung Vorteile in Gesundheit und Forschung bringen. Was bedeutet das für dich konkret? Wir wollen dafür sorgen, dass die Infrastruktur so ausgebaut wird, dass du in ganz Europa problemlos Zugang zu demokratischen Prozessen und Bildungsangeboten hast. Wir wollen dafür sorgen, dass deine Kinder im Umgang mit digitalen Medien und KI geschult werden, sodass sie sicher davon profitieren können. Wir nutzen Open-Source-Lösungen, um Transparenz herzustellen, und nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Prüfung greifen wir auf andere Lösungen zurück. So kannst du dir sicher sein, dass du jeden Prozess nachvollziehen kannst. Wo immer möglich, soll Homeoffice und Remote-Arbeit ermöglicht werden. Das hat für dich sowohl den Vorteil einer besseren Work-Life-Balance durch eingesparte Arbeitswege als auch im Hinblick auf die CO2-Einsparung. Digitalisierung unterstützt also aktiv den Klimaschutz. Einheitliche und sichere Systeme im Bereich der Gesundheitsversorgung, Strom- und Wasserversorgung, Strafverfolgung sollen eine bessere innereuropäische Zusammenarbeit und Vernetzung ermöglichen. Dabei ist uns wichtig, dass du selbst über die Speicherung und Freigabe deiner Daten bestimmen kannst. Eine flächendeckende Überwachung und eine Vorratsdatenspeicherung lehnen wir ab. Du sollst dich frei entfalten können. Das waren einige unserer Forderungen zum Thema Digitalisierung und Datenschutz. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, haben wir noch weitere Videos zu unseren Kernthemen. Unser neuer Politikstil soll dir dazu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft verhelfen. Deshalb dein Kreuz für die PDH am 9. Juni.